Jo Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Davon eine ganz kleine Info, wir sehen auch schon, heute gibt es ein neues Update um 10 Uhr und zwar das 19.20 Update. Ja, da bin ich mal gespannt, was dort reinkommen wird. Jetzt gehen wir erstmal auf den Shop drauf und dann mal gucken, der ist gleich da, eine halbe Minute. Okay, und naja, wie gesagt, mal gespannt, was beim Update reinkommt. Also ich habe vorhin was von einem neuen Fahrzeug gelesen, aber ich glaube, das kommt wohl erst in der nächsten Season. Aber mal sehen, es wird wahrscheinlich auch irgendeinen neuen Ort geben. Das sind so die Sachen, die ich gesehen habe. Naja, jetzt mal gucken, was heute reinkommt. Und da ist der Shop. Okay, also oben sehe ich schon mal nichts Besonderes. Die Sachen sind sehr auf dem Start. Das sind die weiteren vorgestellten Sachen. Die täglichen Sachen sieht jetzt auch nicht so besonders aus. Hier grüner Kobalt geblieben, Arcan V, Arcan Jinx und die ganzen Angebote von gestern, die auf jeden Fall alle zurückgekommen sind nach knapp einem Jahr. Ich denke mal, hier muss ich nichts mehr zu sagen. Ist sehr, sehr viel am Start. Und das sind die ganzen Pakete. Okay, und ich habe mal schnell das Spiel neu gestartet, denn das neue Februar-Crew-Paket ist jetzt auch da. Und hier sieht man es auch schon. Gucken wir direkt mal rein. Musik, Wiedergänger, okay. Beatwelle, das sieht nice aus. Und Notengräber, okay. So eine ähnliche Jacke gab es, glaube ich, auch schon mal. Und eine Lackierung noch. Okay, also hier neues Crew-Paket auch am Start. Finde ich sogar nice. Ansonsten, oben kann man sagen, die ganzen Sachen sind einen Monat her. Isabelle hier ganz vorne, die gibt es ja direkt in einem zweiten Stil. Und man kann sich auch mit dem Emote verwandeln. Sieht dann genau so aus. Und dann gibt es noch ihre Hacke hier. Wie gesagt, alles einen Monat her. Kristall sehr oft am Start. Bronto ebenfalls. Und dann gibt es noch den Gleiter und diese Hacke hier. Okay, darunter gibt es die ganzen Basketball-Sachen zurück, warum auch immer. Und hier gibt es einmal Sprungwurf, die Dreifachbedrohung, die Slam-Dunk-Hacke und dann gibt es noch den Korbzeitgleiter. Das ist alles 3 Monate her, okay. Balltalent auch nochmal darunter. Und es gibt dann noch Abstrakt. Der ist 2 Monate her und dann gibt es hier Graffiti-Roller, ist 276 Tage her. Okay, und die Sachen auch alle einen Monat. Wagemut am Start und dann gibt es noch Blockadenbrecherin. Sind jetzt keine besonderen Skins. Rasenansturm mit Popbewegung ist schon ganz okay. Und darunter Mimenspiel, was auf jeden Fall ganz nice ist. Der steigt hier aus einer Box raus. Ich denke mal, das kennen auch die meisten. So. Nee, der steigt in die Box rein oder raus, ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall auch das noch am Start. Papierdrache auch nochmal mit Fortbewegung. Und es gibt noch Stierhörner. Alles, wie gesagt, Monat her. Ja, und das ist der Shop eigentlich ganz nice. Ganz unten das neue Crew-Paket, wie gesagt, jetzt am Start und es gibt ein Update. Okay.